Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge von mir. Schon das dritte Interview in Folge. Ich weiß, dass ihr das Interviewformat feiert und falls du jemanden kennst, den ich interviewen soll, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Interview von mir und Justus. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Und heute habe ich den Justus bei mir und ich habe den entdeckt über YouTube und habe ein Video gesehen. Das hat mich so fasziniert. Ich fand es so cool, dass er über ein Thema geredet hat, wo sonst keiner drüber redet. Also da geht es einfach darum, dass ein Transmann sich nicht unbedingt mit einem anderen Transmann vergleichen sollte. Guck da gerne mal vorbei. Ich verlinke die Daten unten in der Videobeschreibung und er hat fast 8000 Abonnenten auf YouTube und er ist kurz davor, in Instagram die 10.000 zu knacken. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ja, Justus, jetzt darfst du noch ein bisschen was zu deiner Person sagen, bevor wir anfangen mit den Fragen. Ja, ich würde sagen, ich fange mal ganz allgemein an. Mein Name ist Justus, mein Zweitname André. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt am Main und bin jetzt seit, ja, am Montag bin ich 8 Monate genau auf Testo und ja, soll ich sonst noch irgendwas sagen? Ich denke, also wenn du noch was loswerden willst, aber ansonsten das Wichtigste hast du gesagt, ja. Ja, das genau. Denke ich auch. Ja, dann starten wir gleich mit der ersten Frage und zwar, wann war deine allererste männliche Erinnerung? Also viele Leute haben das ja von Kindheit schon. So mit Fußball vielleicht oder irgendwas, wo du sagst, hä, irgendwas stimmt bei mir nicht. Das war auch schon in der Kindheit bei mir, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob du das selbst kennst oder ob das andere auch schon gesagt haben. Wenn man so Spiele gespielt hat, ich hatte früher eigentlich nur weibliche Freunde und dementsprechend war es dann immer ein bisschen blöd, wenn man so, keine Ahnung, so Kinderspiele einfach gespielt hat und man hat so eine Familienrolle gespielt und du warst immer, okay, normalerweise gibt es Mama, Papa, toll, jetzt sind wir zwei Frauen, sage ich jetzt mal, was macht man jetzt? Und dann habe ich immer direkt gesagt, ja, ja, ich bin der Papa, gar kein Problem und so und ich habe auch nie nur eine Puppe angefasst, also wirklich nie. Und ja, Fußball habe ich auch gespielt, ganz klischeehaft. Und ja, ich glaube, das waren so die ersten Erinnerungen. Ich habe keinen Fußball gespielt. Okay. Ja, also es war schon relativ früh, so im Kindergartenalter, da hat es so angefangen. Ja, jetzt wo du gerade das mit den Puppen gesagt hast, hast du dann auch mal eine Puppe geschenkt bekommen und gesagt, nö, will ich nicht, ich will lieber Lego haben oder so? Also ich habe früher von Verwandten immer so Bastelsets bekommen, auch mit so Haarspangen und sowas. Und ich war immer so, Mama, wofür brauche ich das jetzt? Und sie war immer so, hä? Und ich war so, ja, ich will das nicht. Ich hätte lieber so Hot Wheels oder so, so diese kleinen Autos. Die fand ich so cool. Aha. Die hat mir mein Papa immer geschenkt. Der war immer mein Ehrenmann an der Stelle. Und da war ich so, okay, was soll ich jetzt so damit? Ich brauche das nicht. Und dann haben die es meistens wieder mit nach Hause genommen. Ein bisschen unpassend eigentlich, aber ich wollte es halt nicht haben. Sehr cool. Und du hast ja gerade gesagt, Justus André. Wie bist du auf den Namen gekommen? Weil viele, die am Anfang stehen, die überlegen sich, hey, wie soll ich auf meinen Namen kommen und so weiter. Vielleicht kannst du da ein bisschen was berichten. Ja, also Justus kommt von mir selbst. Erstmal ganz grob. André kommt von meinen Eltern, weil sie mich, wäre ich biologisch ein Junge gewesen, hätten sie mich André Noah genannt. Und da war ich erst so Justus Noah. Ich war so, gefällt mir nicht so. Und dann war ich Justus André. Ich so, das ist es. Und Justus habe ich selbst nicht mal vorgeschlagen. Ich habe gestreamt, habe dann gesagt, okay, Leute, ich oute mich jetzt bei euch und ich suche einen männlichen Vornamen mit J, der zu mir passt. Und dann haben die Leute natürlich ganz viele Namen runtergerattert. Und dann hat jemand Justus geschrieben. Ich war so, oh mein Gott, der Name ist ja voll toll. Und dann, also ich weiß nicht, man vergleicht sich selten mit Transmännern, aber immer häufiger unterbewusst. Und ich war so, okay, ich will nicht einen Namen haben, wo viele haben. Also es gibt ja so Klischeenamen
auch wenn man es eigentlich nicht anspricht, aber es ist halt einfach so. Und ich würde jedem raten, der sich einen Namen sucht, dass er sehr stark nach der Herkunft geht, weil ich persönlich finde es komisch, ich bin eine sehr deutsche Kartoffel. I mean, ne? Und ich weiß nicht, wenn ich mir dann irgendeinen englischen, türkischen, sonst was Namen geben würde, würde es für mich persönlich nicht passen. Und was man theoretisch auch machen kann, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal beliebte Jungsnamen eingeben und dann seinen Jahrgang. Ich zum Beispiel wurde 2000 geboren, dann bei mir war zum Beispiel Justin dabei und Justus ist ja eine Abwandlung von Justin. Und da war ich so, okay, es passt eigentlich ganz gut. Und ich glaube, so kann man sich ganz guten Namen suchen. Sehr cooler Tipp auch. Also das habe ich jetzt auch zum ersten Mal bei meinen Interviewpartnern gehört. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, ich habe den Namen bei mir auch aus der Herkunft halt genommen. Das Italiener und dann kam so dieses Luca, kam einfach auf einmal und ich habe gesagt, das ist es. Und mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, wie beliebt der Name eigentlich ist. Also wenn man jetzt in Trans-Communities halt unterwegs ist, da ist es tatsächlich so. Klar, es ist vielleicht purer Zufall, keine Ahnung, aber Justus ist schon außergewöhnlich. Also habe ich jetzt so noch nicht irgendwie gelesen. Also ich kenne den Namen und es gibt auch Leute, aber so Justus, aber cool, coole Geschichte auf jeden Fall. Dankeschön. Du bist jetzt noch gar nicht so lange, glaube ich, auf Testo. Du kannst da vielleicht ein bisschen mehr was dazu sagen, weil du dich eher erinnerst. Und zwar, wie war das eigentlich für dich, wo du dich dann geoutet hast? Oder gibt es heute noch Menschen, die sagen, sie, also die Frau, oder wie reagierst du da oder wie bist du damit umgegangen? Also ich muss sagen, kurz vor meinem Outing, glaube ich, war es am schlimmsten, als die Leute einen misgendert haben, weil ich noch nicht gesagt habe, hey, so und so ist es, bitte ändert das. Und da war ich immer genervt, obwohl die Leute gar nichts dafür konnten, weil ich habe ja noch nichts gesagt. Und nachdem ich es dann gesagt habe, man muss der Umgebung, vor allem Familienmitgliedern, einfach viel Zeit lassen. Das ist sehr wichtig. Auch ich habe schon TikTok-Videos gesehen, wo Leute deren Pronomen gesagt haben und gesagt haben, es ist doch nicht so schwer, die richtig zu sagen, aber so und so viele Jahre haben sie dich halt nun mal anders genannt. Und dann ist es halt erstmal wie so ein Schlag, dass auf einmal von jetzt auf gleich alles umgeändert werden muss. Und für manche ist es mit dem Pronomen schwieriger, für manche mit dem Namen. Also meine Großeltern zum Beispiel, wir wohnen in Hessen und da sagt man nicht sie, sondern se. Also das klingt ein bisschen dumm jetzt eigentlich, aber wenn man sagt, ja guck mal, sie hat es doch gerade mitgebracht. Das ist nicht mal böse gemeint, aber es passiert halt jetzt immer noch, wo ich dann auch sage, okay, ich lasse es einfach so stehen, sie brauchen da Zeit oder ich kann es ja nicht ändern in dem Moment. Ich glaube, wenn man noch nicht so lange auf Testo ist, also so vor 6 Monaten, kann es ja häufig auch noch passieren, dass man misgendert wird, weil die Stimme noch nicht so tief ist oder so. Man muss es gelassen nehmen. Ich selbst habe es auch nicht gelassen genommen. Ich war auch schon sauer, aber ich sage das den Leuten dann halt nicht direkt. Weil im Endeffekt, was bringt es den Menschen? Ich werde sie wahrscheinlich nie wiedersehen, zumindest wenn es fremde Menschen sind. Klar, wenn es Leute aus meinem Umfeld sind, dann sage ich so, hey, guck mal, könntest du es vielleicht ändern? Oder ja, falls du es nicht mitbekommen hast, ich bin seit dem und dem Tag geoutet, nenn mich bitte so und so. Aber man sollte auf jeden Fall nicht aggressiv den Menschen gegenüber sein, weil ich glaube, davon haben weder sie was noch wir was. Ja. Und das macht ja gar keinen Sinn. Genau so. Also das wird immer wieder beim Interview auch erwähnt. Mir ging es genauso wie dir einfach, dass du sagst, ja, du solltest halt aggressiv nicht damit umgehen. Und ich will das auch jedem ans Herz legen, dass die das auch anders machen. Aber in der momentanen Situation ist es halt manchmal echt schwierig. Ganz klar. Ja, seit wann bist du auf Testo? Und wie war die erste Spritze für dich? Die ist ja noch gar nicht so lang her. Ja, also ich bin seit dem 21.04.2020 auf Testo. Ich habe erstmal mit Gel angefangen. Dementsprechend war ich vor meiner ersten Spritze nervös wie so ein kleines Kind. Also wirklich, ich hatte richtig Angst davor, weil jeder dir was anderes sagt. Jeder sagt, oh, das tut weh. Der andere sagt, ich bin umgefallen. Ich war so, oh Gott,
Okay, was kommt jetzt auf mich zu? Weil ich meine, ich habe ja auch jetzt nicht mit der kleinen angefangen. Es gibt ja die zwei Depots, einmal die 250er und die 1000er. Und meine Ärztin hat halt gesagt, und für mich persönlich lohnt sich es auch mehr, alle 3 Monate nach Frankfurt zu fahren, weil es eine halbe Stunde ist und das Parkhaus dort kostet pro Stunde 3,20 Euro. Ist nicht so günstig, wenn man es hochrechnet. Deshalb war ich so, okay, Testo kostet Geld, das kostet Geld, ich mache es alle 3 Monate. Und dementsprechend hatte ich Angst vor der Spritze, aber kurz davor war ich dann so, okay, das geht schon irgendwie. Die Ärztin hat mich auch ein bisschen runtergebracht, hat gesagt, das ist gar nicht so schlimm, wir machen das so oft, entspann dich. Ich so, ja, das geht schon. Und die ersten 500 Milligramm habe ich gar nicht gespürt. Ich frage so, ja, spritzen Sie eigentlich schon? Und sie so, ja, die Hälfte ist schon drin. Ich so, oh, okay. Und dann irgendwann hat man halt so einen Druck gespürt an der Stelle, wie so ein Ziehen, wie als würde dir jemand an deiner Pobacke gerade so die Haut so stramm ziehen. Aber sonst hatte ich eigentlich gar keine Probleme damit. Also schmerzenstechnisch her ging es bei mir persönlich, aber ist halt personenabhängig. Das war so ein bisschen warm, ist es dann geworden, oder? So, ja. War das bei dir auch Nebido, oder? Ja. Okay, ja. Weil du ja vorhin, es gibt ja Depot und Nebido und du hast ja von der 3-Monats-Spritze geredet. Das war ja, ist ja Nebido, genau. Okay, was hat sich vom Denken her verändert, als du Testo bekommen hast? Boah, ich glaube, das Erste, was ich gedacht habe, ist, boah, ich bin jetzt richtig männlich, obwohl ich immer noch genauso aussah wie vorher. Vor allem so kurz danach, man denkt sich so, oh, jetzt bin ich Hulk, jetzt kann ich alles schaffen. Und in dem Moment denkt man sich so, okay, eigentlich kann ich es nicht, ich sehe ja genauso aus wie vorher. Aber ja, ich glaube, man denkt einfach positiver, man denkt nicht mehr so oft, okay, Kacke, wie weiblich sehe ich eigentlich aus oder so. Es wird auf jeden Fall besser. Das kann ich jedem erstmal ans Herz legen, auch wenn man immer mal Down-Phasen hat. Vor allem bei Leuten, wo unsere sogenannte Pest nicht direkt weggeht. Also da persönlich habe ich immer meine krassesten Down-Phasen. Da bin ich immer so, Alter, nerv mich nicht, wirklich. Da bin ich zu jedem so richtig aggressiv, was mir echt leid tut für die Leute. Also tut mir leid, tut mir leid. Aber ja, sonst hat sich gar nicht so viel verändert, weil die Gedanken sind ja eigentlich immer schon recht männlich, sage ich jetzt mal, wenn es überhaupt männliche Gedanken gibt, wenn man das überhaupt so unterteilen kann. Ja, warte noch ein bisschen ab. Also, du wirst auch viel mehr, ich glaube zumindest war es bei mir so, viel entspannter auch manche Dinge angehen. Und es wird mit der Zeit immer mehr werden, wo du halt eben denkst, hey, es ist mir egal, was du jetzt gerade denkst. Ich glaube, das hat nicht mal mit dem Test selber zu tun, sondern mit unserem Weg, den wir gehen. Weil du denkst dir, hey, ich bin im falschen Körper und gehst so was Großes, sage ich jetzt mal, dann interessiert mich auch nicht, dass dich meine Nase stört, zum Beispiel. Also so auf die Art und Weise. Aber das kommt noch, das kommt noch. So, gab es eine Phase, bei der du nicht wusstest, auf welche Toilette du gehen solltest? Also die Männertoilette oder die Frauentoilette? Und wenn du jetzt wissen willst, wie es weitergeht, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn gerne, aktiviere die Glocke und beim nächsten Video, was die Tage online geht, erfährst du natürlich, was Justus geantwortet hat. Ich wünsche dir bis dahin viel Spaß, sei mutig und bis zum nächsten Mal.